ist immer noch so schlimm. Oh mein Gott. Oh, Nudeln hätte ich jetzt auch Lust drauf. Oh. Schade, ist dafür da. Ja, das meine ich ja. Das mit dem Brummen eben. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Dass ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche. Was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was kotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Jetzt bin ich gespannt, ob alles klappt, ey. Ich hoffe, meine Bewegungssteuerung funktioniert. Alles ist gut. Ich habe einen Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist. Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schwappe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch eingeladen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Natürlich, wenn wir uns bewegen. Durchbrich die Mauer. Da kommt der eigene Weg. Das wird lustig. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst. Nein, lassen Sie sie in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Mensch. Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir beheben. Oh fuck! Ich hab in die Richtung der Brücke. Ui. Komm her, bisschen Stück. Oh Gott. Ja, das ist spaßig.
alles noch so geklappt wie vorher auch. Sehr schön. Ja, genau auf dieselbe Art und Weise hatte ich das damals auch gemacht. Jetzt sind wir voll der Terminator. Gibt es irgendjemanden, der sich da anders entschieden hätte? Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn man keine Waffe nimmt. Und das wurde schon alles wieder abgewaschen. Das sind schöne, saubere Klamotten. Hier wird ziemlich lustig mit den ganzen anderen Wegen, die es nämlich gibt. Ihr seht den kurzen Weg, den wir genommen haben, und man sieht, was es noch alles für Wege gibt. Man kann auch stehen bleiben, in dem Fall wird man, glaube ich, auch selbst getötet, nachdem Alice getötet wird. Das ist anscheinend, wenn man irgendwie sich mit ihm oben anlegt, also unten noch anlegt und zu ihm geht, anstatt nach oben. Keine Ahnung, was da passiert. Wir haben natürlich die Pistole genommen, die wir schon mal vorher gesehen hatten. Der eine Weg wird wahrscheinlich sein ohne Pistole. Der untere Weg, absolut keine Ahnung, was hier alles noch ist. Es gibt hier auch noch 1, 2, 3, 4, 5 größere Outcome, 6, 7 größere Outcome. 8 größere Outcomes. Es gibt anscheinend auch die Möglichkeit, Todd nicht zu töten oder irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht muss man da irgendwas dann fehlschlagen oder sowas bei den ganzen Dingern. Hier würde mich mal die World Stats interessieren. Sehen alles noch unverändert. 45% haben nur die Waffe genommen. Aber mal get to Alice after Todd. Also gibt es auch noch die Möglichkeit, irgendwie zu ihr zu kommen, bevor Todd bei ihr ist. Vielleicht gibt es gar noch irgendwie die Möglichkeit, dass Alice ihn killt. Aber interessant finde ich hier, dass wir zum Bus gerannt sind. Da gibt es anscheinend noch was anderes. Kann man noch so weglaufen oder abhauen? Nee.